Hannover. Wir haben gerade eine richtig tolle Veranstaltung hinter uns gebracht. Und eigentlich wollten wir bis 18 Uhr hier bleiben. Aber es jetzt geht hier ein Wolkenbruch runter und alle suchen das Weite. Unsere Freunde, unsere Gegner. Und das Tolle hier in Hannover war jetzt wirklich bei dieser Kundgebung, dass wir hier sowohl Freunde als auch ursprünglich Gegner hier alle zusammen an unserem Bus gestanden haben. Ein Bus der Meinungsfreiheit für Ehe und Familie, für die Meinungsfreiheit. Und wir haben hier tolle Gespräche geführt und führen sie immer noch, wie man sieht, da hinten. Mal eben rüberschauen. Und ja, es geht eben auch anders. Man kann auch mal mit uns gemeinsam einfach an einem Platz stehen und ja, und zuhören. Und das haben hier also auch die homosexuellen Kritiker von uns, die hier mit ihren Regenbogenfahnen standen, heute bewiesen. Es muss nicht so sein. Man muss es nicht niederbrüllen. Man kann auch einfach mal zuhören. Das hat uns echt schön gefallen. Also Hannover ist ein richtig gutes Highlight heute gewesen. Und wir freuen uns jetzt auf Kiel. Morgen sind wir in Kiel. Und ich hoffe, ihr kommt alle zahlreich wieder. Kieler und Umgebung. Wir freuen uns drauf. Also bis morgen. Ehe bleibt Ehe und der Bus der Meinungsfreiheit kommt morgen nach Kiel. Ciao.